Meine Damen und Herren, herzlich willkommen an der Technischen Hochschule Köln zu meiner Vorlesung Elektrische Netze. Heute mit dem Thema Netzschutz, Schutzkomponenten. Hier geht es darum, welche Komponenten helfen uns, unser Netz vor Überlastung zu schützen. Da kennen wir einmal den Leitungsschutzschalter, den wir uns genauer anschauen. Wir lernen zeitverzögertes Abschalten kennen und das gestaffelte zeitverzögerte Abschalten in automatisch geschützten Netzen. In dem Zusammenhang lernen wir dann noch das gestaffelte Abschalten mit Distanzschutz kennen. Fangen wir mit dem Leitungsschutzschalter an. Den kennen Sie als Sicherungsautomaten in Ihrem Sicherungskasten. Und wir sehen hier einmal, wie sich dieser Schalter bei Überstrom verhält. Auf der horizontalen Achse sehen Sie den Auslösestrom bezogen auf den Nennstrom. Das heißt, Achtung, hier haben wir eine logarithmische Darstellung. Und Sie sehen, das fängt bei 1 an. Da ist also schon der Nennstrom dieses Schalters, also beispielsweise 16 Ampere für so einen typischen Sicherungsautomaten im Haushalt. Ja, dann kommt Faktor 3, Faktor 10, sind wir schon bei 160 Ampere, 30 mal, 100 mal und so weiter. Auf der vertikalen Achse sehen wir die Auslösezeit, also wie lange dauert es, bis dieser Sicherungsautomat bei diesem bestimmten Strom überhaupt etwas tut. Und da sehen wir eine Charakteristik, ja, die fängt also bei vergleichsweise niedrigen Überströmen an, bei sehr, sehr langen Zeiten, denn achten Sie drauf, auch die vertikale Achse ist logarithmisch eingeteilt. Und wenn wir jetzt einmal uns das anschauen, wenn wir nur den doppelten Überstrom haben, bei etwa Faktor 2, dann dauert es alleine schon eine Minute, also 60 Sekunden, bis der Leitungsschutzschalter auslöst. Ja, und bei einem sehr moderaten Überstrom vom vielleicht anderthalbfachen des Nennstroms, dann dauert es bis zu eine Stunde, bis dieser Schalter überhaupt reagiert. Und erst dann, wenn der Strom also vielleicht den dreifachen des Nennstroms, also in unserem Fall wären das dann 3 mal 16 Ampere, das sind dann also fast 50 Ampere, dann schaltet er also sehr schnell aus. Was steckt dahinter? Nun, bei geringen Überschreitungen des Auslösestroms handelt es sich im Zweifelsfall nicht um einen Kurzschluss irgendwo, der direkt Ärger machen würde, sondern wir haben eine starke Last. Das heißt, Fehler, die auftreten können oder Probleme, die auftreten können, sind thermischer Art. Das heißt, Leitungen könnten überlastet werden, vielleicht sind irgendwelche Lüsterklemmen nicht richtig angeschraubt. Das dauert eine Weile, bis das alles warm wird. Das heißt, wir haben noch Zeit zum Abschalten. Das schlägt sich nieder in dem Bereich, der für diese langen Auslösezeiten zuständig ist. Hier handelt es sich nämlich um einen thermischen Auslöser, um einen Bimetallschalter, der eben entsprechend reagiert. Wenn der Strom, so hat man festgelegt, mehr als das Dreifache des Nennstroms ist, dann ist sehr wahrscheinlich irgendwo ein echter Kurzschluss aufgetreten und das ist sehr gefährlich für Mensch, für Haus, denn dort können dann an der Kurzschlussstelle sehr starke Hitze entstehen. Das heißt, das ist also sehr schnell, kann es zu einem Brand führen. Das heißt, hier muss schnell reagiert werden. Das macht man technisch, indem dann also ein magnetischer Auslöser den Schalter innerhalb von Millisekunden abschaltet. Ja, die Charakteristik, die Sie hier sehen, ist so typisch für so einen Haushaltssicherungsautomaten vom Typ B, den man so typischerweise hat. Es gibt noch weitere Typen C, D.
die wir hier einmal dargestellt haben, die dann vielleicht dann in Handel und Gewerbe, in Industriebereichen dann genutzt werden. Es gibt auch noch weitere Abschaltverhalten, da würde ich Sie bitten, dann einmal in Literatur dann eben entsprechend nachzugucken. Jedenfalls behalten Sie im Kopf, so ein Sicherungsautomat löst unter Umständen nicht unmittelbar sofort aus, sondern es kann sein, dass es eine ganze Weile dauert, bis er auslöst. Ja, das kann man auch gezielt nutzen, indem man zeitverzögert abschaltet, indem man das sogar einstellbar macht. Es gibt spezielle Relais, sogenannte UMZ-Relais. UMZ steht für unabhängiger Maximalstromzeitschutz. Die kann man einstellen oder deren Charakteristik kann man einstellen. Und Sie sehen jetzt hier so eine typische Kennlinie auf der horizontalen Achse wieder der Leitungsstrom auf den Nennstrom, in dem Fall IR wie rated normiert. Und Sie sehen dann also, dass also dieses Element erst dann reagiert, wenn der Leitungsstrom also deutlich mehr als das anderthalbfache des Nennstroms beträgt. Vorher passiert erstmal gar nichts. Und dann schaltet das Gerät innerhalb einer gewissen Zeit aus. Ja, hier in dem Fall wäre es auf 1,5 Sekunden eingestellt, aber diese Zeit kann man mit einem kleinen Schräubchen typischerweise einstellen in mehreren Schritten bis zur maximal kurzen Zeit von wenigen Millisekunden. Es gibt auch zweistufige zeitverzögerte Relais. Bei denen ist es so, wenn dann der Strom einen bestimmten Leitungsstrom überschreitet, schaltet es unabhängig von der Einstellung sofort aus. Das wäre dann so ähnlich wie unser Haushaltssicherungsautomat, den wir eben kennengelernt haben. Mit dem Unterschied, dass wir hier eben dann die Zeitdauer entsprechend einstellen können. Ja, es gibt auch Geräte, bei denen dann die Abschaltzeit nicht fest ist, sondern mit dem Strom variiert. Das heißt also, je größer der Strom ist, umso schneller schaltet es ab. Und da gibt es zum einen den abhängiger Maximalstromzeitschutz, also AMZ-Relais. Das sind also Relais, die häufig als Überlastschutz in Motoren verwendet werden. Dann gibt es diese Inverse-Timer-Relais, die wir hier als Kennlinie sehen. Die sollen im angelsächsischen Raum also ziemlich weit verbreitet sein. Ja, wofür braucht man das? Nun, solche AMZ-Relais sehen wir schon hier, ist ja ein typischer Überlastschutz für Motoren. Sie kennen das vielleicht schon, dass eben beispielsweise Asynchronmotoren beim Einschalten einen sehr starken Strompuls haben für wenige Millisekunden, der, wenn die Maschine angelaufen ist, dann schnell zurückgeht. Und damit dann in dem Moment dann die Sicherung eben nicht rausfliegt, gibt es dann eben solche Relais, die darauf reagieren. Eine andere Anwendung für das zeitverzögerte Abschalten möchte ich Ihnen jetzt als nächstes vorstellen. Dabei handelt es sich um das gestaffelte Abschalten. Was hat es damit auf sich? Nun, damit können wir in einem Netzzweig und auch in einem vermaschten Netz automatisch den Bereich isolieren, in dem ein Fehler aufgetreten ist. Wir schauen uns das jetzt einmal für einen Netzstrang an. Zunächst einmal einen Netzstrang, der von einer Seite gespeist ist. Und dieser Netzstrang, der habe jetzt vielleicht 1, 2, 3, 4, naja, sinnvollerweise 1, 2, 3 Lastknoten, die jetzt durch zeitverzögert abschaltende Relais gesichert sind. So, wie können die jetzt automatisch einen Bereich isolieren? Schauen wir uns das einmal an einem Beispiel an. Nehmen wir mal an, die Leitung zwischen Knoten B und C wäre plötzlich defekt. Der Bagger hat sie erwischt.
dann fließt also ein Kurzschlussstrom von Knoten A, B bis zur Fehlerstelle. Bei C und D fließt also kein Überstrom. Das bedeutet also, unser Schutzrelais F3 wird sicherlich schon einmal nicht ansprechen. Das brauchen wir zunächst einmal nicht berücksichtigen. Der Fehlerstrom fließt dann durch unsere Schaltrelais F1 und F2. Das heißt also, grundsätzlich wäre also F1 dafür gedacht abzuschalten, weil es zu viel Strom sieht. F2 sieht den Strom ebenfalls. Jetzt kommt das zeitverzögerte Abschalten hinzu. Beide sehen zwar den Strom, aber F2 ist auf eine niedrigere Zeit eingestellt. Das heißt, es schaltet zuerst ab. Und damit ist dann der Überstrom abgeschaltet. Das heißt, F3 hat dann keinen Grund mehr zu schalten, denn es hat noch nicht abgeschaltet, weil es noch 1,3 Sekunden Zeit hat, abzuschalten. Das heißt, F2 ist schneller, F1 schaltet nicht ab. Auf die Weise haben wir also die Leitung, die hier defekt ist, isoliert. Und an Knoten B können die Verbraucher weiterhin ihre Spannung bekommen. Wenn wir jetzt so einen einseitig gespeisten Netzstrahl haben, ja, dann haben natürlich die Leute an Knoten C und D Pech gehabt. Die sind dann ebenfalls weg vom Fenster. Aber wenn wir uns mal solche typischen Netze anschauen, wie wir sie in Deutschland haben, nämlich die offenen Ringnetze oder Ringnetze, dann sind das im Grunde Netzstrahlen, die von beiden Seiten gespeist sind und ja, als offenes Ringnetz in der Mitte offen sind. Aber jetzt nehmen wir einmal an, wir hätten es standardmäßig auch in der Mitte geschlossen und das praktisch als Ringnetz betrieben. Dann würde das so aussehen, dass wir von der anderen Seite ebenfalls eine Einspeisung haben. Und jetzt kommt noch einen speziellen Trick dazu. Die Relais, die wir hier nutzen, sind alle auch richtungsabhängig. Das heißt, Sie können entscheiden, in welche Richtung jetzt der Fehlerstrom fließt. Und dann schauen wir uns die ganze Sache jetzt noch einmal an. Wir bauen jetzt zusätzlich Fehlerstromrelais ein, die Strom, der aus der anderen Richtung, aus unserem hier rechten Netzanschluss kommt. Die bauen wir ebenfalls ein und stellen sie eben auch passend in der Zeitverzögerung ein. Und jetzt schauen wir uns das Ganze noch einmal an. Wir haben also hier zwischen B und C wiederum einen Kurzschluss. Und dieser Kurzschlussstrom, der fließt ja, wie wir schon gesehen haben, einmal hier von unserem Netz auf Seite A hindurch. Aber unsere Sicherung F6, die wir neu dazu gebaut haben, wird diesen Strom nicht feststellen, weil sie nämlich in die falsche Richtung gepolt ist. Das heißt, sie wird nicht reagieren. Die einzigen, die reagieren, wären dann F5 und F4. F3, die wir schon eingebaut haben, wird weiterhin auch nicht reagieren, weil auch hier der Strom in die falsche Richtung fließt. Ja, und jetzt sehen wir, dass also unsere Relais F3, F4 reagiert und F5 grundsätzlich ebenfalls reagiert. Naja, und von diesen beiden ist halt das Relais F5 mit 0,4 Sekunden deutlich schneller als das F4 mit 1,3 Sekunden. Und damit wird also Relais 5 endgültig abschalten, während F4 noch eine Gnadenfrist bekommt und weiterhin eingeschaltet bleibt. So sehen wir, dass in einem Fehlerfall tatsächlich nur die beiden Schutzrelais F2 und F5, die genau die fehlerhafte Leitung abgrenzen, ansprechen und diese Leitung isolieren. Während alle anderen Leitungen weiterhin in Betrieb sind, haben wir also automatisch eine Fehlereingrenzung und automatisch können also
die übrigen Knoten D und C und B und A jeweils von der entsprechenden Seite versorgt werden. Der Trick ist, wir müssen die Relais so einstellen, dass sie möglichst nah am Netz eine möglichst lange Zeit haben, und je weiter wir von der Netzeinspeisung wegkommen, umso niedriger müssen wir die Verzögerungszeit einstellen. Ja, wir sehen hier, wenn wir von links kommen, starten wir mit einer hohen Zeit 1,3, es wird kleiner 0,4 und 0,1 hier rechts. Und wenn wir von dem anderen Netz kommen, starten wir ebenfalls mit einer hohen, immer kleiner und immer kleiner werdenden Zeit. Diese selbst abschaltenden Netze sind relativ teuer, werden relativ selten gebaut. Ich weiß, dass im ehemaligen Regierungsbezirk Bonn-Bad Godesberg eine solche Einrichtung gibt. Üblich ist es aber nicht, weil das zu teuer wird. Diese Methode wird auch in Zukunft immer unsicherer werden. Sie versagt nämlich dann, wenn unsere Quellen keinen Überstrom liefern. Also beispielsweise Einspeiser wie PV-Anlagen oder Batteriespeicher, die Wechselrichter gespeist sind. Wechselrichter haben einen Maximalstrom, der nur sehr knapp über dem Nennstrom dimensioniert ist. Und selbst in einem Kurzschlussfall regelt die Elektronik den Strom unmittelbar herunter, damit die Halbleiter nicht zerstört werden. Dann müssen wir uns eine andere Methode überlegen. Und typischerweise verwendet man dann, wenn man so etwas baut, sogenannte Distanzschutzrelais. Diese Relais messen die Impedanz des Netzes. Das heißt, sie messen sowohl die Spannung als auch den Strom, der durch sie durchfließt. Und wenn das Verhältnis einen bestimmten Wert unterschreitet, weil ein Kurzschluss da ist beispielsweise, ja, dann können sie schalten. Ja, das heißt, wenn wir jetzt hier unterschiedliche Grenzwerte einstellen, dann haben wir einen ähnlichen Effekt, dass immer die Geräte, die den niedrigsten Netzimpedanz messen, abschalten und so den Fehler automatisch eingreifen. Das ist noch seltener als das gestaffelte Zeitabschalten, aber es gibt eben schon erste Beispiele, wo so etwas realisiert wurde. Ja, damit möchte ich zum Schluss kommen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.